Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Work and Resources. Mal ein kleiner anderer Anfang. Wir sind immer noch bei unserer Autobahn. Ihr seht aber, sie macht Fortschritte. Gleich wird auch hoffentlich dann angefangen mit der, ja, mit dem Rest. Wir bauen unsere Felder und unseren Bauernhof weiter, würde ich sagen, solange. Felder. Weil wir brauchen unbedingt das Korn. Und gucken mal, wie wir das hier irgendwie miteinander vereinbaren können. Hier wollten wir das so haben. Und ich weiß, wir müssen theoretisch ja einen Zug aber hier hinten hinbringen. Hierhin. An die Stelle, der das Korn hier hinliefert. Das wäre auf jeden Fall eine wichtige Sache, die wir bräuchten. Andererseits kriege ich kein Bauamt. Also ich müsste extra ein Bauamt dafür hier bauen. Das heißt, das ist lange noch Zukunftsmusik, bis wir hier einen Zuganschluss irgendwie mal kriegen. Da müssen wir aber erst die anderen fertig bekommen, nicht wahr? Bis dahin haben sie schon. Der Tunnel fehlt noch. Öl sinkt weiter am Weltmarkt. Ja, gut. Das Spiel versucht jetzt so ein bisschen gegenzusteuern, dass wir nicht übermäßig viel Geld kriegen. Wir haben aber echt zu viel Geld. Es läuft halt gerade zu rund. Und ich bin ein bisschen zu langsam, nicht? Oha, leer. Warum? Arbeiter drin. Haben wir hier unser erstes Problem? Brunnen schaffen. Oh, 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 oh. Wir haben unser erstes Problem. Das Ding wird zu klein. Bam, bam, bam. Okay. Wir haben ja gesagt, wir bauen dann den großen Brunnen einfach hier hin, um das erstmal zu kompensieren. Dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes. Wir haben ja extra schon die Bushaltestelle dafür vorgesehen. Wasserqualität hier. ...94, finde ich gut. Würde ich dann auch so übernehmen. Und dann bauen wir den erstmal dorthin. Und da kommt... Ich setze es und schon kommt der erste Hubschrauber. Es ist... crazy. Richtig wie so eine Armee. Und dann binden wir den großen ab an, den reißen wir den kleinen ab, nicht wahr? Und jetzt sind hier wenigstens wieder ein paar Arbeiter drin. Vielleicht sollte ich den Bauernhof mal setzen. Vielleicht wäre das eine gute Idee. Ich habe gar keine Vorstellung, wie groß der gerade ist. Vielleicht ist das echt ein Thema. Ja, der ist nämlich größer, als ich denke. Wenn ich den hier hinzimmer. Der braucht auf jeden Fall einen Müllanschluss, einen Düngeranschluss. Beziehungsweise einen Düngeranschluss darf ich nicht vergessen. Müll ist, glaube ich, gar nicht so relevant, weil ist ja nur ein Gebäude. Eine Straßenladestation. Und Co. Wenn ich jetzt also hier Felder hinsetze. Okay, aber wir könnten zwei Felder vielleicht so hinbekommen. Und das ein bisschen weiter nach in die andere Richtung schieben. Ah, das nimmt uns aber trotzdem sehr den Platz weg. Ich weiß nicht, ob das ausreichend ist. Andererseits, hier kann ich doch wahrscheinlich den Bauernhof sogar raufstellen, oder?
Ja. Es ist halt zu schmal, nicht wahr? Das Ganze. Wie können wir das besser nutzen? Also einerseits könnten wir den Bauernhof halt hierhin planen, sodass er auch auf die Seite fährt mit einer Brücke später. Wir brauchen ein Kornlager, was von ihm ausgeht, mit einem Zuganschluss, der hier hochführen kann. Der Zuganschluss kommt von da. Das heißt, das Feld könnte ich zum Beispiel drehen. Vielleicht drehen wir die beiden Felder. Also Felder zirkeln ist in dem Spiel echt eine Wissenschaft für sich. Weil dann gewinnen wir da ein bisschen an Fläche. Vielleicht ist das schon ausreichend. Wenn wir das hier so setzen. Und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Wachsen mal bitte zu. Und dann. Na gut, aber dann kommt wieder kein Zug durch. Wenn ich das hier so eng setze, nicht eine Straße, Minimum sollte da durchführen können. Und ein Zug wäre halt auch noch schön. Ich habe gesehen, da klappt nicht alles wegen den Hochspannungsleitungen. Was vielleicht gar nicht so relevant für uns. Wenn wir das so machen. Und dann vielleicht. Ich bin kein Fan davon, das zu mixen. Das hatten wir ja gestern das Thema. Aber hier passt wunderbar noch ein mittleres vielleicht hin. Was mich stört, dass es den Anschluss von dem da so ein bisschen beeinträchtigt. Da kommt die Schiene und dann vielleicht hier noch mittleres. Ich meine, die müssen ja nicht 100% haben, die Felder. Davon mal abgesehen. Oha. Jetzt ist wieder Nacht, nicht? Ich warte bis zum nächsten Tag. Jetzt sehe ich den. Okay. Ja, gut. Sind halt nicht genau gegenüber. Aber es kostet hinten Feldplatz. Ist es gerade? Ja, gerade zueinander ist es immer noch nicht. Was merkwürdig. Wie weit nach vorne muss ich das denn machen? Dass es übereinstimmt. Jetzt ist es einigermaßen. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Felder quasi. Auf der Seite. Jetzt ist die Frage, kriegen wir alles andere unter für den Bauernhof? Also wir brauchen auf jeden Fall einen Kornspeicher mit Schienen. Und ich meine, wir haben das Geld. Der 5600er war zu wenig damals. Aber der kostet hier. Ach gut, wir haben das Geld. Was mit dem hier? Der schafft nur 2800. 960, 80 Tonnen, 960. Dann wäre der hier schon das Nonplusultra eigentlich. Was wir hier setzen könnten.
Damit den Schienen und dem Ding. Machen wir es lieber so rum. Ja. Und spiegeln. Jawohl, das ist es. So rum will ich das Ding hier hinsetzen. Und dann auf die Höhe. Dann kann die Schiene hier nämlich dahin rum und später nach da. Und hier wird das Interessante, eine Schiene muss hier hinten lang führen, weil wir hier hinten ja weitere Felder haben. Dann müssen die Felder sammeln und das nach hier bringen. Das wird spannend auf jeden Fall. Okay. Die kriegen eine eigene parallele Straße für Anfahren und für Abfahren. Okay, vielleicht sollte ich erst die parallele Straße bauen, dann sind wir auf einer Höhe. So. Okay. Und dann haben die so ein bisschen Ein- und Ausfahrt. Weil da können durchaus sehr viele später mal langfahren müssen. Wobei wir eher auf Schienenverkehr jetzt setzen werden. So. Außer jetzt am Anfang. Was sind ja Peanuts. Und vielleicht sollten wir... Wo sind die Anschlüsse? Warum zeigt er mir die Anschlüsse nicht an? Das ist ja merkwürdig. Die Anschlüsse direkt diesmal aus Kies bauen, bevor wir anfangen, die Felder zu bewirtschaften. Ich hatte die letzten Male immer das Problem dann, die Straßen danach in Kiesstraßen umzuwandeln. Und das hat zu Problemen geführt, die ich nicht haben möchte, dass die Felder dann brach lagen. Oh. Okay, jetzt wird der Bauernhof. Bibab-Bauernhof. Bibab-Bauernhof. Schließen wir den direkt an? Interessante Idee. Reicht das von der Geschwindigkeit? Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich nicht weiß. Weil es wird immer gesagt, es geht schneller, aber eigentlich ist es nicht notwendig. Die Frage, ist es nicht notwendig oder ist es notwendig? Ah, der ist blöd. Warte mal, wir können ihn ja spiegeln. Ja, so will ich ihn. Ja, so wäre gut. Müssen wir mit den Schienen nur nach unten drunter oder sowas gehen? Und... Ah ne, wenn ich dazwischen was baue, dann kann ich da nämlich nicht mehr eine Belieferung machen. Dann muss ich eine Belieferung machen. Das kann nur, wenn es direkt dran geht, ohne Belieferung laufen, nicht wahr? Ich baue einfach mal zwei, mal gucken. Wie sich das verhält. Das wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Wahrscheinlich müssen wir am Ende nochmal alles abreißen. Aber dann ist es halt so. So, er braucht unbedingt für den Dünger einen Düngerlagerplatz. Und das ist ein Müllding. Und zwar eine Müllhalde... Absetzcontainer und am besten eine große. Und da haben wir nämlich dann das Problem mit den Schienen.
Das muss nämlich auch direkt dran sein. Also das kann nicht zum Beispiel einen Abstand haben. Weil sonst funktioniert das nicht. Und wir brauchen eine Straßenladestation. Ne, brauchen wir nicht. Stimmt, der braucht keine Straßenladestation, wenn wir den Müllplatz haben hier. Wofür hatte ich immer die Straßenladestation eigentlich? Einmal hier dran. Der kriegt Dünger, Flüssigdinger über die Pipeline möglich und der Treibstoff. Und der kriegt Pflanzen. Eigentlich bräuchte ich da doch gar keine Ladestation. Okay, spannend. Wahrscheinlich hat das einen Grund und ich erinnere mich gerade nur nicht dran. Und sobald es mir einfällt, werde ich kotzen. Dass ich das vergessen habe. Wo ist denn hier die Feldergrenze? Da. ...90, der Winkel gefällt mir. Jetzt haben wir hier vorne noch so viel Platz. Auch doof. Und hier, da kommen relativ viele Fahrzeuge. So, wo ist denn der Einfahrt? War hier von dir, okay. Hier kommen relativ viele. Das kenne ich schon. Oder wir brauchen relativ viele, wenn wir Dünger holen. Ich glaube, so rum war echt schon gut. Können da schon 11 Fahrzeuge stehen? Ich hoffe mal. Okay, wunderbar. Jetzt können wir den Teil hier bauen. Den hier lasse ich mir mal noch offen, wie ich den gestalten möchte. Du kommst nicht weiter. Warum nicht? Du kannst auch hier rüber fahren. Und dann darüber. Okay, hat nur gedauert. Abfahren, auffahren. 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 Sieht gut aus. Hier würde ich gerne noch versuchen, zumindest die Schiene einzuplanen, dass eine vorbeigeht. Aber ich glaube, wir haben genug Platz gelassen, dass wir das hier hinkriegen könnten. Okay. Und der kommt von unten da an und dann wollen wir mit dem hier ankommen. Ach, das ist ja die Autobahn. Ha! Ha, 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 ha! Das heißt, wir müssten hier eigentlich hoch. Oder runter. Weil mit der Schiene über die Autobahn wäre schlecht, nicht wahr? Das wäre vielleicht nicht so optimal.
Oh, wir ziehen aber schon mal die Wege. Weil ich glaube, Felder, ich könnte das Feld noch nach vorne ziehen. Würde mir nichts bringen, nicht wahr? Großartig. Hier zwischen, falls wir irgendwas bauen müssen, haben wir noch Platz. Dann bauen wir hier auf jeden Fall ein Wendeding und eine Auffahrt und eine Abfahrt. Ah, das könnte jetzt eng werden. Wartet mal. Abbruch. Ich meine, die fahren ja eh hier ab. Das heißt, die Abfahrt könnte auch hierfür genutzt werden. Ja, sehr gut. Das heißt, es bräuchte hier nur eine Auffahrt. Hier ist eine Auffahrt. Das heißt, die hier könnte genutzt werden, aufzufahren. Hier wollten wir eine Brücke eventuell machen, damit die hier rüberkommen. Wir wissen, die Brücke muss nicht ganz so lang sein. Wie viel waren das? 3, 6, 9. So. Ein Stückchen mehr. Wir können mal eine andere Brücke bauen. Stahlziegel, so eine Steinbrücke, 14 Meter, das wird nicht reichen, oder? Wir gucken mal. 3, 6, 9. Oh. Ja, so ganz fühle ich das nicht, dass das passt. Mm. 3, 6, 9. Ja, dann kommt der Pfeiler darauf. Okay. Lassen wir es einfach 3, 6, 9 bei der Länge. Dann haben wir, glaube ich, kein Problem. Aufgrund einer anderen Infrastruktur. Okay. Die will also auch nicht. Die ist ein bisschen dekadent, nicht? Das wäre die einzige, die ich so irgendwie sehen würde. Ah, so würde das gehen. Wow. Ja, passt. Okay, dann würden wir da die Brücke rüber machen und dann hier die Auffahrt darüber. Oh, das geht nochmal schöner. Achso, aber das ist blöd hier, weil dann wird das nämlich eine einspurige Straße. Das müssen wir ohne Anflanschmodus, glaube ich, machen. So. So, dann haben die eine Auffahrt. Und dann müsste hier dafür eine Abfahrt hin. So. Diese Hubschrauber, nicht wahr? Und wenn wir ihr fahrt hier im Zweifel ab. Und ihr fahrt hier im Zweifel auf.
Bango Bongo. Ich glaube, jetzt haben wir es. Und hier hinten, die Straßen werden auch. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall dann auf Jahre zu bauen erstmal. Oder ein Jahr auf jeden Fall. Okay, warum? Was ist hier das Problem? Irgendwas stimmt hier nicht. Gebäude im Weg. Er hatte hier eh gerade schon Probleme, mir die Dinge anzuzeigen. Ich weiß nicht warum. Hier geht's. Okay. Keine Ahnung, was er da dafür für Sorgen hatte. Das hier auch unbedingt. Das unbedingt. Ich meine, Asphalt wäre noch geiler, aber will ich jetzt irgendwie noch nicht bauen. Fühle ich noch nicht richtig. Anschlüsse haben wir. Genau. Und hinten, da machen wir immer so Feldwegausgänge. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Dann brauchen wir nur hier deren Auffahrt. Hier eine Abfahrt. Wo ist die? Quasi. Mit der Schiene. Ich weiß nicht, ob wir dann lieber so darauf gehen. Oder hier vielleicht. Nee, das wäre doof. Da wäre Auf- und Abfahrt dann wieder auf 1. Also könnten wir mit der Schiene noch vielleicht mit einer Brücke rüber dann. Einfach direkt so rauf, oder? Ja, zur Not reißen wir es ab. Ich meine, wir haben das Geld. Was sagt der Brunnen hier hinten? Ist der fertig geworden? Der Brunnen ist fertig geworden. Sehr gut. Dann kriegt der Brunnen jetzt ein Rohr. Nee, falsch. Falsch, 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 falsch. Der Brunnen kriegt das Ding an die Seite. Und bauen, 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 bauen ist dort. Was fehlt ihnen jetzt? Müllplatz brauchen wir nicht. Elektrische Shutter, Abwasser braucht er nicht um Wasser. Und von hier könnten die Leute ihn auch erreichen. Oh, das heißt, hatte ich nicht die Route geändert? Zentrale Busstation zur Wasseraufbereitung. Okay. Ihr lasst dann 100% einsteigen und ihr fahrt nicht mehr dahin, sondern fahrt dahin. Der hat auch keinen Namen. Habe ich aus Versehen neu geladen oder laden müssen? Wahrscheinlich kann das sein, dass dann was gebrannt hatte. Wie hatten wir die denn genannt? Haltestelle, Haltestelle. Irgendwas mit Wasser. Oder irgendwo Moor. Schwemmmoor nennen wir es jetzt einfach. Schön 3M. Weil irgendwas mit Moor hatte ich die Ecke hier benannt. So. Ich glaube, die Autobahn ist soweit ready. Das heißt, ein gutes Stück schneller sind die jetzt unterwegs. Okay.
Okay, die fahren auch noch gegen die Fahrtrichtung. Alles klar. Ja, danke. Ignoriere das ruhig. Ist okay. Ist okay. Kannst du machen. Ja, wenn das jetzt noch verschiedene Ebenen hätte, wäre das natürlich deutlich geiler. Ich hoffe, das funktioniert hier hinten dann alles später mal so. Und nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Also Strom müssen wir noch machen, klar. Wasser müssen wir noch machen. Obwohl, Arbeiter gibt es ja hier hinten gar nicht. Wir brauchen nur Strom hier. Aber dafür haben wir genug Platz. Und Strom kommt direkt von hier. Also wir machen nur einen Verteiler von hier. Können wir eigentlich direkt bauen, oder? Ja, wenn man es nicht baut, dann sind vielleicht irgendwelche Sachen nicht ausgelastet und stehen rum. Und wenn man es baut, dann könnten die vielleicht gleich agieren. Ich würde den eigentlich am liebsten hier hinten hinsetzen, oder? Können wir unterirdisch an alles weg. Und wir können von hier direkt drüben rankommen. Gehen wir da unterirdisch ran? Nee. Das ist doch teurer, oder? Wir gehen überirdisch ran. Was brauchen wir da? Wir nehmen den 10er. Und hier haben wir noch einen nach vorne. Und hier hätten wir einen zur Seite. Ich meine, hier habe ich auch einen Verteiler. Aber ich würde jetzt den hier zur Seite nehmen. So. Okay. Ist zu eng. Okay. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht halt. Dann müssen wir die Straße doch noch dichter an den einen rankriegen. Vielleicht machen wir erst die Stromkabel. Okay, ich sehe schon. Vielleicht müssen sie doch unterirdisch werden. Ah, ist echt ein Mikrometer, der hier nur nicht gepasst hat. Aber Straße kriege ich noch durch, oder? Ja, alles klar. Kriege ich eine Straße dran vorbei? Bessere Frage. Vermutlich ja. Okay. Ah, hier hinten. Okay. Oh. Was nochmal? Hier haben wir ja gesagt, erstmal nur Sandwege. Wir müssen die das hier nicht extra bauen. So. Dann geben wir dem hier ein bisschen Priorität. Dann ist hier hinten Strom drauf. Und dann können wir ein Verteilerhäuschen noch setzen. Hier würde ich so ein... Ja, so ein Schuppen wirklich mal... Der könnte ganz gut passen. Und hier gleich direkt daneben. Vielleicht hier hin. Ja, so. Und. Randa. Neue Fahrzeuge verfügbar. Neue Fahrzeuge. Letzte Chance zum Kauf. Wir sind in den 80ern angekommen. Und, wie versprochen, es hat nur 80 Folgen gedauert, haben wir endlich einen Bauernhof. Dafür haben wir aber auch schon Schienen. Ich glaube, es war aber richtig, die Infrastruktur vorzuziehen und das andere nachzuziehen.
Yes. Das ist genau perfekt im Balance, nicht? Das geht ganz, ganz leicht hoch. Von ehemals 50 auf 58. Das ist gut. Und jetzt, wenn die Strecke besser ist, dann können die Autos ja auch ein bisschen schneller hier lang pesen. Die Stelle hier gefällt mir natürlich jetzt nicht so, aber gut. Es ist, wie es ist. So langsam wird alles aber ähnlich, wie wir es mal geplant hatten. Oh. Viele Fahrzeuge inzwischen liegen geblieben. Ich glaube, die müssen wir mal ersetzen. Das wird jetzt spannend. Ich habe selten mit diesem Ersetzungsding gearbeitet. Ich bin nicht so ein Fan davon. Weil der kauft die dann direkt, weil wir auch keinen verschrotten haben, nicht wahr? Uns fehlt ein Schrottplatz, theoretisch. Uns fehlt ein Schrottplatz. Ja, wir brauchen eh eine Müllhalde irgendwo. Hier ist Wasser drin, hier sind Menschen drin. Sehr gut. Achso, ich wollte gerade sagen, warum fährt da ein Bus hin? Für die Baustelle natürlich. Und das Rohr ist fertig. Sehr gut. Jetzt, wo das Rohr fertig ist, können wir sagen, du kannst abgerissen werden. Tschüssi. Ist zwar ein bisschen risikoreich, weil der andere Bund dann immer Menschen drin haben muss. Dann das Rohr noch weg. Und dann können wir hier noch ein zweites Rohr ranzimmern. Dann haben wir aber auf jeden Fall wesentlich mehr Kapazität als der kleine Brunnen. Das sollte dann ein bisschen stabiler laufen. Solange natürlich Arbeitskräfte da ankommen. Das ist jetzt so das Ding. Ich meine, wir haben einen Notfallbrunnen, den hier. Ah, und der ist nicht mehr leer. Sehr gut. Wichtig. Ein Gebäude brennt. Nicht so wichtig. Schon wieder das. Es hat heute schon zweimal gebrannt. Boah, die bauen immer noch an diesem Tunnel. Das ist echt krass. Also, der Zugtunnel, der wird ewig dauern. Gerade wenn der so weit weg ist. Andererseits, wenn das hier erstmal fertig ist, dann können die vielleicht im Zwei-Schienen-Betrieb da hinten hinfahren. Dann können wir hier Signale setzen. Dann kann zwar nur einer auf der Strecke sein, aber während der hier wartet, und dann sparen wir uns zumindest diese Strecke hier. Das ist ja schon mal was. Feuer gelöscht. Gut, die Feuerwehr ist auch daneben. Hätte mich gewundert, wenn es anders gekommen wäre. Das Waisenhaus. Okay, können wir mal ein paar mehr Arbeiter reingeben, die hier rumstehen. Gesundheit ist nicht so hoch. Alkoholkonsum gestiegen. Hunger einer. Okay, Umweltverschmutzung. Ja, da kümmern wir uns drum. Und wie viele wohnen zu Hause? 452 wohnen inzwischen zu Hause. Ach du Schittikowski. Ach du richtige Schittikowski. Wir müssen forschen. Verringerung der Geburtenrate. Bitte. Ja, und wir können nur noch die Mülltrennungskampagne hier erstmal forschen. Bis wir das Sowjetbüro mal machen. Das hatten wir für hier geplant. Mit einem Bezirk. Schön an der Autobahn. Oha. Aber das Ding, da fehlt wieder was. Okay. Weiß halt nicht, warum da was fehlt. Ob man da irgendwas hinsetzen muss. Auch hier ein zweites Gebäude oder so. Weil ich habe gesehen, im Workshop sind teilweise Einzelteile da. Oh, die große ist mir zu viel. Die kleine reicht eigentlich völlig.
meine, hier wär total blöd, weil die weder Zug- noch Busanschluss richtig hätten. Obwohl doch, da zu dem Bahnhof hätten sie. Und der Bahnhof ist ja auch nicht so weit weg. Vielleicht eher hier hinsetzen. Sind auch 200 Meter. Da sind auch 200 Meter. Dann kann sie auch hier hin. Weil dann können wir ein bisschen was noch forschen, nicht wahr? Ein paar andere Sachen, die vielleicht wichtig sind oder nicht so wichtig sind. Ich wollte Bus ersetzen. Ach so, und dafür brauchte ich den Schrottplatz. Ja. Die Werkstatt hat aber alles, also die kann arbeiten. Wir haben inzwischen auch 4725 Arbeiter mit Universitätsabschluss und nur 640 ohne. Das heißt, die meisten sind eigentlich Studierende inzwischen. Wunderbar. Ich glaube, der Tunnel ist fertig. Zumindest der eine Teil hier. Ah. Hier sind die schon. Ah, guck mal. Unterirdisch bauen die gerade. Wie lange braucht der Tunnel noch? Noch 6000 Arbeitstage. Eieieiei. Der andere... 7000 noch. Gut, aber dann gibt es auf jeden Fall eine alternative Route hier hin zu diesem Zollhaus. Und zwar eine direktere. Ja, bei der Straße bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die so lassen wollte. Vielleicht das nochmal abreißen und paralleler dazu laufen. Ja, komm, dann hat das Abrissbüro wenigstens was zu tun. Blöd, dass ich die schon gebaut hatte. War eigentlich gar nicht so geplant. Auch noch nicht abgerissen. Zugewiesene Abrissbüros, ja, warum bist du nicht zugewiesen? Warum weist sich das Abrissbüro nicht automatisch zu? Ist das zu weit weg? Wo ist das Abrissbüro? Du bist doch hier. Was erreichst du? Habe ich irgendwo eingegrenzt, dass du irgendwas nicht erreichen darfst? Hier gibt es gar keine Entfernungsangabe. Doch, hier, 1000 Meter nur. Ah! Da ist das Problem. Okay, die erreichen alles in 3,5 Kilometern, aber ich habe die nicht zugewiesen. Ach, weil ich das neu gebaut hatte, nicht von den Kleinen auf das Große. Ja, gut. Und dann hat er nämlich auch gleich die Wasserbrunnen, Wasserversorgung und die Straße drin. Sehr schön. Ein paar Pflanzen drin, bisschen Stoff drin, aber keine Kleidung. 14. Juni. Wir können mal in die Halbjahresstatistik gehen. Aktuelles Jahr. Export von Ressourcen. Wir haben Kleidung für fast 1 Million in einem halben Jahr exportiert. Bitumen für 700.000. Treibstoff für fast 600.000. Stoff für 400.000, Öl für 290.000 und Müll und Sondermüll 60.000 minus. Importiert haben wir Chemikalien für 335.000, aua, Pflanzen für 223.000, aua, Essen für 220.000, auch aua langsam, Elektronik 178.000, Stahl 157.000, gar nicht mal so wichtig.
Aber ist schon spannend in dem Spiel. Immer wenn man eine Sache wegbekommt, wie Pflanzen, musste man so viel bauen, dass irgendeine andere Sache teurer wird, nicht? Also am Anfang haben wir Stoff geholt, dann wollten wir den Stoff ersetzen, haben Pflanzen und Chemikalien geholt. Jetzt sind die so hoch, dass wir Pflanzen bauen. Dann bauen wir Chemikalien, dafür brauchen wir wieder was anderes, was wir uns erstmal holen. Also ist auf jeden Fall eine schöne Staffelage. Von den ganzen Ressourcen und wie sie zusammenspielen. Ja, ich würde sagen, wir lassen das hier weiterbauen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es vielleicht fertig ist. Und ja, mal gucken, ob alles klappt. Bis dann.